So, damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. Ja, beim letzten Mal haben wir hier den nächsten Kultisten beseitigt, möchte man sagen. Und jetzt kümmern wir uns um die nächsten Fragezeichen auf der Karte. Mal gucken, was es da so Tolles gibt, ne? So, guten Tag. Ich wollte ihn mal gerade noch was abholen, weil ich das letzte Mal vergessen habe. Dankeschön. Ella. Bitte, lass mich raus. Nö, gerade nicht. Wo waren jetzt hier das nächste Fragezeichen? Da ist das nächste Fragezeichen. Okay. Mal los. Querfeld ein ist immer gut. Fast immer. Manchmal. Nicht oft. Oder so. Und laut. Apollon-Tempel. Dann sag mal an, was sind denn hier für Dudes? Nicht so nett oder was? Oh, da hängt jemand. So. Hallo? So. Einmal das. Dann das. Oh. Scheiße, ich brenne! Ach, Götter, das brennt! Ja. Nee. Oh, ich habe eine richtig gute Idee. Oh nee, das funktioniert glaube ich nicht. Nee, zündet das hier leider nicht an. Hat er nicht mitbekommen. So. Die zwei hier hinten doch noch. Hier sind was, oder? Tue ich mich da gerade. Da ist es. Nur wo da? Da oben? Lol. Oh Mann, ey. So. Dankeschön. Was machen wir als nächstes? Wir können ja eigentlich mal hier die Schlacht planen, oder? Dann machen wir die das Gebirge hier noch durch. Und dann gehen wir rüber nach Skyros? Oder ich hab grad tatsächlich, mir ist der Name entfallen. Ich glaube, das hieß so. Bin mir aber nicht sicher. Da folgen wir mal hier der Straße. Ja, fertig. Du musst. Was macht es? Und uns will schon wieder was angreifen, hab ich gehört. So, liebes Lager. Ich wünsche euch guten und so. Guten Tag. Hilfe. Wir sollen eine Lieferung Speerspitzen bewachen.
Nicht so schnell. Ich trage lieber ein gutes Schwert beim. Zumindest bei. Du hast selber ein Speer in der Hand. So. Bist du auf einen Kampf aus, Söldner? Du Jawohl. Siehst nicht ganz so feige aus wie diese armseligen Athener. Diese armseligen Athener scheinen euch heute ein Schritt voraus zu sein. Sie mögen uns überrascht haben, doch sie sind unseren mächtigen Kriegern nicht gewachsen. Wirst du dich auf die Gewinnerseite schlagen? Jawohl. Mein Schwert und meine ganze Kraft gehören Sparta. Das höre ich gern. Möge Ares heute mit uns sein. Aber so was von. Auf in die Schlacht. Haben wir ewig nicht mehr gemacht, ne? Fick die Athener in den Hades! Aber so was von. Hey, hey, hey. Und einmal das. Bitte schön. Boom. Wo ist denn mein erster da hinten? So, Numero Uno. Hey, hey. Ist aber dreist, wenn man den Kopf abreißt. So, der nächste bitte. Oh, jetzt habe ich das auf den Falschen ausgeführt. So, jetzt ist die nochmal dran. Okay, du bist dran. Und tot. Als ob. Ich bin doch die ganze Zeit ausgewichen. Okay, das machen wir nochmal. Ich hab Bock. Da wollte ich zu viel. Aber hey. Wir machen sie platt. Sehr schön. Absteigen und Schlacht annehmen. Wir kriegen diese verdammten Athener nicht klein. Ja, komm, kämpfen. Aber so hat von Let's Go gibt denen. Und der erste ist schon mal weg.
So, wir machen ihn hier mal kaputt. So, bitteschön, mein Freund. So, du bist Geschichte. Der nächste Hauptmann hier hinten. Erledigt. Und du bist jetzt auch dran, mein Freund. Gerade kaputt. Boom, 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 boom. Müssen wir gerade hier. Ja, stopp. Ey. So. So, jetzt zu ihm hier. Hey, hey. Nein, ich hab wieder den falschen genommen. So. So, du bist dran. So, du bist noch einmal dran. Boom. Habe ich dich noch erwischt? Ich glaube ja. Boah, 4 Hauptmänner erledigt. 23 Soldaten. Das war doch erfolgreich, würde ich mal sagen. Oder? So, dann, wo ist denn unsere nächste? Genau, wir wollten ja jetzt hier die Halbinsel erkunden, hier in das Gebirge. Fangen wir dann jetzt auch sofort mal mit an. Los! Kann man bei euch durchs Lager reiten bestimmt, ne?
Hera sehe. Oh. Hallo, Wildschwein. Ein Alpha-Tier. Na ja, das ist toll. War ja schon mal erfolgreich, muss man sagen. Jetzt noch so ein Treffer. Boom und tot. Jetzt habe ich was verschwendet. Na ganz toll. So, Herasee abgeschlossen. So schnell kann es gehen. Kupfermine. Hört sich schon wieder sehr nach böse Feind und so an. Ich sehe auch schon böse Leute. Oh ja, ich sehe viele böse Leute. Heilig. Ich sehe richtig viele böse Leute. So. Nummer uno. Komm mal hier rüber. So, Nummer du. Ey, ey, ey. Hier geht keiner unerlaubt hin, ja? Leg dich da mal neben. Könnt ihr halt zusammen ein bisschen Spaß haben. Was war das? Natürlich wissen die instant, wo ich bin. Ich würde sagen, der Angriff kam völlig unerwartet. Nicht zu doof sind hier nachzugucken, ne? Keiner mitbekommen. Ja, vielleicht schon. Weiß ich nicht. Jetzt wissen die wieder, wo ich stehe, ne? Glaube ich. Okay, dann halt auf diese Weise. Ja.
Ups. Immer weg hier ist Gott. Ich glaube, die jetzt echt nicht mehr wissen, wo ich. Nein, oh doch. Oh, das war ein critical hit zum Glück. Ein bisschen Glück ist der da hinten weg. Das hat nicht mal einer mitbekommen. Sehr gut. Also, dass ich hier hinten stehe. Ja, meine ich damit. Warum einer muss mal stehen bleiben? Genau du. Als ob der das. So. Das war auch ein Critical Hit. Echt jetzt? So. Ja, komm. Ja, schön. Ich verdanke dir meine Freiheit. Bitteschön. So, helft mir doch, bitte. Ja, chill. Ja, hoffentlich. Mal gucken. Hallo. Ja, schön. Kupfermine abgeschlossen. Sehr schön. Was machen wir denn jetzt? Oh, natürlich gibt es da unten noch mehr Ort, Dingens, ne? Noch mehr Quests. Dann gehen wir mal dahin. Auf geht's! Beiseite hier, da. Hallo, kleines Örtchen. Oh, Spinnen dran vorbei geritten. Guten Tag. Warum wurde sie gestohlen? Ausgerechnet die, von all den Dingen hier. Du sagtest, jemand hat etwas gestohlen? Jemand hat etwas gestohlen? Sieh dich um! Banditen haben fast alles mitgenommen. Und was das Schlimmste ist, auch die Vase meiner Familie. Nach so vielen Generationen. Einfach fort! Ich trage etwas von meiner Mutter bei mir. Ich weiß den Wert von Familienerbstücken zu schätzen. So, ja, das ist schwer. Es ist komisch, dass Objekte echte Gefühle in uns hervorrufen können, nicht wahr? Wie viel ist dir die Vase wert? Ich würde eine beträchtliche Summe dafür bezahlen. Eine äußerst großzügige Summe.
Traust du dir zu, meine Vase zu finden? Meinst du die? Ja. Meine Vase! Du hast sie! Meister, ich habe Bedenken. Was denn für Bedenken? Woher wissen wir, dass dieser Söldner nicht zu denen gehört, die sie gestohlen haben? Das ist eine gute Frage. Lass mich allein mit ihm reden, um es herauszufinden. Kinder. Noch ein Beispiel dafür, warum du mir fehlen wirst, wenn du fort bist. Da möchte ich aber die Vase auch wieder haben. Ich weiß, dass du die Vase von den Banditen hast, doch darum geht es nicht. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Um was denn? Solange ich nicht weiß, worum es geht, kann ich nicht sagen, ob ich dir den Gefallen zusage. Du bist bereit, mich anzuhören. Das ist ein Anfang. Von welcher Art Gefallen sprechen wir eigentlich? Mein Meister sagte mir, dass er mich nach der kommenden Sommersonnenwende freilassen will. Aber ich will nicht fort. Bitte sag, dass ich den Banditen gesagt habe, wo sie die Vase finden. Und dann, als Wiedergutmachung, biete ich meine Dienste an. Und? Wer stahl meine Vase? Vielleicht kriegen wir es so hin, dass... Dein Sklave hat den Banditen gesagt, dass sie dein Haus plündern und die Vase stehlen sollen. Was? Kann das wahr sein? Ja, Meister. Wenn du mir erlaubst, den Schaden abzuarbeiten, ich... Abarbeiten? Niemals! Ich lasse doch keinen Sklaven für mich arbeiten, der seinen Herrn an Banditen verrät. Oder doch. Was? Nein, bitte nicht! Lass mich bleiben! Genug davon! Hinfort! Bevor ich dich von dem Söldner töten lasse! Geh! Gerade wenn man glaubt, jemanden zu kennen. Hier ist deine Bezahlung für die Vase. Das wollte ich nicht. Danke, dass du die Vase beschafft hast und meinem Sklaven auf die Schliche gekommen bist. Och Mann. Ja, ist alles belastend hier. Level 19. Wir würden bei der ganz schön Schaden. Komm, gönnen. So, Hundi schon mal weg. Bam, 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 bam. Hey, wir wollen sie nicht übertreiben. Boom. Achso, Todbestätten. Ja. Sehr schön. Was für Schurken sich inzwischen Söldner nennen. Ja, ja, aber... Oder war wieder ein Söldner, ne? Wir gucken jetzt hier einmal noch bei unseren Quests vorbei. Einmal hier bei den Waffen, aber da gibt es wahrscheinlich nichts Interessantes. Außer... Hier immer noch was an da. Für unseren... Oh, guck mal. Das ist super. So, dann, rüsten wir uns generell mal ein bisschen frischer aus. Oh, Legendär. Sehr schön. Haben wir hier noch? So, noch ein paar Fragmente. Da müssen wir auch mal hin, um unseren Speer ein bisschen aufzurüsten.
Dann wollen wir auch mal hier ein bisschen noch verbessern. Sehr gut. Und unser Schiff verbessern. Wir haben sogar eine neue Bemalung. Die sieht gar nicht so schlecht aus. Bin ich ehrlich, aber da ist die schön. Allgemein können wir die mal ein bisschen lassen, oder? Das auch trotzdem noch ganz cool aus. Ja? Ach komm, wir lassen das dabei. Und brauchen mal einen neuen Schiffsrumpf. Und vielleicht durch Deckung ein bisschen weniger Schaden. Und wir machen mal unsere Bogenschützen wieder ein bisschen besser und schneller. Und wir können noch einen weiteren an Bord nehmen. Die drei nehme ich nicht, weil ich die durch das letzte Durchspielen habe. Schiffspanzerung wäre ganz cool. So, Söldner, was haben wir denn da lustiges Neues? Hier einmal den. Den. Ja. Was haben wir hier Neues? Wir haben ein paar neue Hinweise. Können aber noch niemand Neues enthüllen, so wie es aussieht. Nee, offensichtlich noch nicht. Schade. Dann der nächste Tab. Ah, nee, das war schon die Kultisten. Ja, stimmt. Müssen wir uns eigentlich mal hier um diese, und wir müssen hier das noch, okay, in der nächsten Folge geht's weiter, 33 Minuten reicht auch, absolut. Ich bedanke mich, hoffe, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.